Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Hartmanns und dem Düring. Heute beantworten wir endlich mal Fragen zum Thema Auswandern nach Spanien. Und ich traue es mich schon gar nicht zu sagen, diese Fragen sind bestimmt schon ein halbes Jahr alt oder so. Also ja, das wollen die Leute schon lange wissen. Ja, die habt ihr uns schon vor so langer Zeit geschickt und irgendwie ist das nie dazu gekommen, mal das Video zu machen. Und ich werde die jetzt einfach mal, vorlesen. Ja, ich lese die jetzt vor, Schatz. Darf ich mal einen vorlesen? Nee, wir fangen... Achso, die hat eine bestimmte Reihenfolge. Nee, ich mache mal gerade hier die Hülle ab. Denkt ihr noch, ich hätte so ein vergilbtes Handy, gell? Das ist nämlich wie neu. Weil sie mal eine vergilbte Hülle dran hat. Ja, mache ich gleich eine andere Hülle dran. Die holt sie mal vergilbte Hülle, damit da keiner auf die Idee kommt, das Handy zu klauen. Die gucken immer denken, ach, so ein altes Handy da. Kennt ihr das, wenn man so eine Hülle kauft, so eine Dusche, die werden immer ganz schnell gelb. Beim letzten Mal war ich schlafen. Weil du zu viel rauchst. Ich rauche nicht. So, also, wir fangen mal an. Ich versuche, manche Fragen, die passen zusammen. Ich versuche, die auch zusammen vorzulesen, dass man da nicht alles doppelt beantworten muss. Fangen wir einfach an. Also, wie ist das Wetter bei euch? Super. Wie viele Sonnentage habt ihr? Also wir haben ja weit über 300 Sonnentage im Jahr. Mhm. Das heißt, jetzt fast mal schönes Wetter. Wenn ihr jeden Tag blauen Himmel hast, nur blauen Himmel, und es sollten mal ein paar Wolken sein oder es mal ein grauer Tag, da freut man sich drüber. Aber wir sind schon so dran gewöhnt, haben wir 3-4 graue Tage, sind wir schon genervt, wenn wir wieder blauen Himmel. Aber wenn mal Wolken sind, das ist okay. Viel Sonne, geiles Wetter. Ja, also hier steht noch, wie ist das Klima in Südspanien? Geil, über 300 Sonnentage im Jahr. Ja, Klima mild, ne? Relativ mild. Jetzt haben wir mediterranes Klima, ne? Ja, genau, super, Schatz. Mensch, ja. Aber wir hätten gerne mehr Regen hier. Wir brauchen dringend Regen. Also bei Regen freuen wir uns hier. Wenn es Regen gibt, machen Lea und ich einen Regentanz. Das ist aber nur, weil es so selten Regen gibt. Also wirklich, es gibt ganz selten Regen. Also in der Region, wo wir sind. Und dann, wenn es hier mal regnen soll, regnet es immer komischerweise genau auf unserem Berg nicht. Also wir kriegen ja keinen Regen. Die anderen schon oft ja, aber wir nicht. Das haben sogar schon unsere Nachbarn jetzt mitbekommen. Ja. Naja. Wie ist es mit der Arbeit in Spanien? Ist es einfach, etwas zu finden? Nein. Also der Arbeitsmarkt ist hier eine Katastrophe, hier ist eine ganz, ganz hohe Arbeitslosigkeitsquote. Arbeitslosenquote, genau. Hier wird auch ein bisschen schlechter bezahlt wie in Deutschland, das muss man wirklich sagen. Hier kriegt man weniger Geld. Ja, also ich glaube, hier in Spanien war ja 2008 die große Wirtschaftskrise, die habe ich ja auch schon miterlebt. Und seitdem habe ich das Gefühl, hat sich Spanien gar nicht mehr erholt. Also sehr schwer Arbeit zu finden, außer im Gesundheitsbereich, da werden auch immer Leute gesucht. Und natürlich saisonbedingt dann im Tourismus, ne? Ja, das sagst du nicht ganz richtig. Das hat sich erholt. Da habe ich gerade auch einen Bericht gelesen. Die Wirtschaft hat sich schon erholt und die steigt auch ganz schön. Aber irgendwie macht sie sich in den Arbeitsplätzen und auch in den Löhnen, die gezahlt werden, nicht ganz so bemerkbar. Warum, wie das sein, kann ich es auch nicht erklären. Ja, da habe ich jetzt auch noch eine Frage. Wie ist der Verdienst in Spanien? Also nicht so gut wie in Deutschland, sage ich mal. Wirklich, hier kriegst du weniger Geld. Und wenn jemand überlegt, ob er auswandern will, weil wir reden über Auswandern, dann muss er sich im Klaren sein. Entweder hat er einen Job, den er mitbringt in Sachen Homeoffice, oder er kann das richtig gut. Aber soll er hier einen Job suchen? Hier musst du mehr arbeiten für weniger Geld. Also immer dieses Traum, nur in der Sonne liegen oder so, das geht nur, wenn er schon genug beiseite gepackt hat. Ne? So. Ja, das ist wirklich so. Soll ich das machen? Jetzt kommt noch was ganz Interessantes. Meine Eltern, Rentner, überlegen, nach Torx auszuwandern. Geil. Wir können sie ja begrüßen, wenn sie kommen. Sag Bescheid. Ja, Torx ist ja nicht weit von uns hier und Torx sind wirklich ganz viele Rentner, Deutsche, ne, ganz viele Deutsche. Da ist alles also wie ein deutsches Dorf, ne, quasi. Ja, also Torx ist schon wirklich sehr deutsch. Ja. Da gibt es deutsche Ärzte, da gibt es deutsche Apotheken, da überall sprechen sie Deutsch, da gibt es Aldi, Lidl, deutscher Supermarkt, also alles deutsch, das ist schon cool. Deutsche Wer als Rentner da hin will. Deutsche Bäckerei, da gibt es alles. Ja, also Torx ist so wirklich als Rentner, also ich bin jetzt kein großer Torx-Fan. Ich habe jahrelang in Torx gearbeitet und so, ne? Aber so als Rentner ist Torx eigentlich ein Traum. Ne? Als deutscher Rentner nach Torx zu gehen, ist eine schlaue Idee. Ja. Und es ist auch schön, der Strand ist schön, die Strandpromenade ist schön, das geile Wetter, also da kann man das Leben wirklich genießen, finde ich. Muss man Spanisch sprechen, um dort Fuß zu fassen, oder reicht Englisch? Jetzt muss ich was sagen. Ich will antworten. Okay. Also Englisch reicht auf gar keinen Fall, weil ganz viele Spanier sprechen einfach kein Englisch. Man sollte Spanisch wirklich beherrschen oder lernen. Das ist eigentlich ganz wichtig, um sich hier zu integrieren. Aber ich muss zu meiner Schande sagen, ich spreche fast gar nicht.
da muss ich mich selber ausbuhen, aber das ist, weil ich meine beiden Mädels habe, die springen mal für mich, soll keine Ausrede sein, ich muss jetzt unbedingt mal langsam intensiv lernen. Vielleicht wird es dieses Jahr was. Aber also ist es echt von Vorteil, das ist überall auf der Welt so, glaube ich, egal wo du hingehst. Ja, also wenn man auswandern will. Obwohl natürlich, wenn es so ein Land, wenn so ein Land ist, wo ganz viel Englisch gesprochen wird und kannst es Englisch, dann ist es ja egal. Aber hier wird halt nicht. Oder in Frankreich ist auch schwer. Ich spreche jetzt hier nach Spanien auswandern. Wenn ich es richtig mal sagen, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern hier von der vorigen Damen, die gefragt haben, Torox auswandern, die brauchen kein Spanisch mehr. In Deutschland spricht wirklich fast jeder Deutsch und so. Und da ist also bei den Älteren, die jetzt Rentner, die in so eine deutsche Kommune, sage ich es mal, ziehen, da reicht, da muss nicht. Aber wenn so junge Leute, die hier arbeiten wollen, so, die müssen einfach Spanisch sprechen. Wie sind die Spanier so vom Wesen? Ja, also ich will sagen, grundsätzlich gibt es natürlich solche und solche wie in Deutschland auch oder bei allen anderen Ländern auch. Aber ich finde, die sind schon echt sehr, sehr nett. Also die sind, die meisten sind viel, viel netter. Es gibt natürlich auch welche, die leben irgendwo nur Touristen. Die haben da manchmal auch schon so ein bisschen auch keinen Bock mehr auf Touristen, weil sich natürlich manche Touristen, egal aus welchen Ländern, auch blöd benehmen. Und aber im Großen und Ganzen sind die viel netter, finde ich. Oder was heißt viel netter? Die sind sehr nett. In Deutschland ist es ja oft so... Da wird man nicht mal mehr gegrüßt, weil wie Tag und Tschüss gesagt und so. Das ist hier ganz anders. Da kommst du als Fremder, sagst Hallo, dann sagen die Hallo, die sind ganz offen und so. Ja. Also das finde ich schon schön. Die sind herzlicher, die sind geselliger, herzlich, toleranter. Auch gastfreundlich eigentlich im Großen und Ganzen. Also doch, es ist toll, muss ich sagen. Ja, ich finde auch, dass sie viel toleranter sind und so. Das liegt natürlich auch, glaube ich jedenfalls, liegt nicht nur an den Spanien, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Wetter. Weil du hast ja einfach bessere Laune, weil du nicht nur die vielen Sonnentage hast, sondern du hast immer eigentlich ganz viel dieses helle Licht. Und dieses helle Licht, das macht ganz viel. Und die Sonne nachweislich löst ja Glückshormone aus. Und Sind total viel entspannter. Das ist man so, ne? Ich sag mal jetzt, im Winter oder im Herbst in Deutschland, alles grau und grau, da bist du im Hotel im Fahrstuhl und sagst guten Morgen oder guten Tag, da gucken die an, als wenn du bekloppt bist, da wollen die dich einliefern lassen. Und hier, da grüßen die Leute, das ist anders, das ist schöner. Ja. Wie ist das Gesundheitswesen in Spanien? Da können wir gar nicht so viel zu sagen. Also zum Beispiel Unterschiede können wir jetzt nicht sagen. Ich denke mal, das ist ähnlich, oder ich würde fast sagen, genauso vielleicht schon fast wie in Deutschland. Ja, ein bisschen anders hier ist halt, wenn du normal krankenversichert bist, dann gehst du halt zum Centro Salud, zum Gesundheitszentrum. Du hast halt keine freie Arztwahl, dass du sagst, ich wohne jetzt in dem Ort und gehe jetzt hier zum, wenn man hast 5 Hausärzte und suchst einen aus. Das ist hier nicht. Du bekommst hier einen Arzt zugewiesen, genau. Das ist vielleicht ein bisschen anders, aber sonst von der Versorgung und so denke ich nicht, dass es hier schlechter ist. Wir haben ja noch eine private Zusatzversicherung und gehen halt dann auch in private Kliniken. Da habe ich Glück, dass man schneller einen Termin natürlich bekommt, obwohl ich da auch immer noch sauer bin. Aber wenn ich dann so höre, ich sage zum Beispiel, ich muss einen Facharzttermin zum Rheumatologen, soll ich jetzt 4 Monate auf einen Termin warten, dann bin ich stinkend sauer. Ja, dann telefoniere ich mit Bekannten oder Freunden aus Deutschland oder auch hier Fans, hier Follower von uns, die schreiben mir dann, die müssen dann 9, 10 oder 11 Monate warten, also die kommen auch nicht schneller an einen Termin. Also ich glaube, da tut sich nicht viel. Also wir haben hier auch super gute Ärzte. Du machst zu lang, wenn du da 30 Fragen hast. Ja, aber das muss doch mal, das ist eine Frage. Ja, du hast aber einfach zu lang gezogen, du hast schon lange beantwortet und hast immer noch weitermacht. Warum sind die Spanier immer so laut? Da habe ich noch was anderes gelesen. Da habe ich noch eine andere Frage gelesen, die muss ich mal gerade suchen. Da hat mir auch jemand geschrieben. Aber du kannst schon mal meine... Ja, warum sind die Spanier immer so laut? Das liegt an der Mentalität, Freunde. Warum schreiben? Aber die meinte bestimmt, schreien die Spanier immer so. Ich finde es im Restaurant teilweise nervig. Das ist für deutsche Ohren ein bisschen laut, das stimmt. Das ist die Mentalität. Die sind einfach lauter. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Hier gibt es auch ganz viel in Spanien, nicht mehr wie in Deutschland, sondern hier sind ganz oft 2 oder 3 Generationen unter einem Dach. Ne? Die leben alle zusammen. Und wenn dann die Oma, Opa, Vater, Mutter, Kinder, Enkel und so weiter, wenn die dann alle da zusammen sind, dann ist das einfach lauter. Und wenn man dann was erzählen will, muss man schon lauter reden, um sich da durchzusetzen. Ja, so wie ich bei den beiden Mädels hier immer oft, damit ich auch mal sagen darf. Laut. Ja. Aber die Spanier haben generell, finde ich, ein sehr lautes Organ. Ja, auch wenn lauter. Erst Freundinnen hier sind, da ist immer... Und dann war früher, wo die klein war immer 2 Kinder, da meinst du, hast einen ganzen Kindergarten zu Hause, weil die einfach so laut sind. Ich denke, es ist die Mentalität, die das ist einfach so. Die sind so gesellig und sind einfach laut, ja. Also es ist nicht, manchmal denkt man, oh Gott, die schreien sich an, dabei sind die total lieb miteinander. Also das ist, ja, keine Ahnung.
Wann und was essen die Spanier? Wann? Also ihr meint bestimmt so wie bei uns Frühstückszeit, Mittagszeit, Abendbrotzeit, wie es hier ist. Ne? Obwohl das ist ja auch bei jedem verschieden, aber es gibt da so grobe Richtungen. Ganz anders. Die musst du sagen, die Zeiten. Ja, also die Spanier, die essen eigentlich ganz, viele essen ganz früh morgens, wenn sie aufstehen, ein kleines Mini-Frühstück, eine Kleinigkeit. Und so 7, 8 Uhr, je nachdem wann sie los müssen dann oder die Kinder zum Bus. Und dann gibt es immer noch mal so um 10, so ein zweites Frühstück sozusagen. Das sind hier die 10, 11 Uhr, je nachdem. Auch die Kaffees sind dann immer voll. Und dann gibt es Mittagessen, so zwischen 2 und 3. Ne, je nachdem auch wann die Kinder zur Schule kommen. Die Schule ist meistens bis 2 oder bis 3. Dann gibt es Mittagessen. Dann gibt es nochmal nachmittags irgendwie einen Snack, so 17, 18 Uhr. Ja, da essen die in Deutschland schon zu Abend. Da ist schon der Tag rum. Und dann essen die abends meistens. Vor allem wir in Deutschland. Ja, also die Deutschen. Und die um 21, 22 Uhr gibt es erst Abendessen. Dann gehen die in Deutschland meistens schon schlafen. Mhm. Ja, sowas da. Ja, ist verschoben hier die Essenszeit. Typisch spanisches Frühstück, Fragezeichen. Chorros oder dieses Brötchen mit Olivenöl drauf und Tomate. Ja, genau. Ja, also das ist so typisch spanisch. Gibt es bei euch Kakerlaken? Wie überall auf der Welt, na klar. Aber hier bei uns, Gott sei Dank... Also hier, bei uns im Haus nicht. Ja, auch hier bei uns im Campo, wir wohnen ja ein bisschen außerhalb, da gibt es keine. Aber jetzt an der Küste oder so ist das wirklich gang und gäbe. Da laufen im Sommer gerade, vor allem im Sommer, laufen da wirklich die Kakerlaken rum. Manchmal kommen die vom Gesundheitsamt, sprühen da in diese Gullis da rein. Oder ja, ja. Und dann laufen die da scharenweise raus. Bis jetzt, toi, 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 haben wir... Ist natürlich durch die Hitze hier und so, ne? Das ist natürlich ja mehr wie in Deutschland, bin ich der Überzeugung. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich keine mal mit nach Hause nimmt vom Einkaufen oder so, ne? Ja. Aber wir hatten schon mal welches Feld hier für die Dschungelprüfung von Lea. Ach so, ja gut. Haben wir welche eingekauft. Ja. Arbeiten die Spanier extrem langsam, so nach dem Motto, komm ich heute nicht, komm, da hört's auf. Komm ich morgen. Ja. Nein. Doch. Nein. Alle. Das finde ich nicht so. Also das ist, also die Spanier, wenn die sagen, sie kommen heute vorbei oder sagen, wir kommen am Mittwoch, dann weiß man nicht, welchen Mittwoch sie genau. Wollen. Und das meine ich ja, das ist ja die Frage. Aber ist ja nicht, das ist nicht immer so. Also unsere ganzen Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt Ausnahmen, aber im Großen ist das wirklich so. Die Spanier, wenn die sagen, die kommen nächsten Mittwoch um 16 Uhr, dann kommen die, wenn du Glück hast, Mittwoch um 16 Uhr, du weißt nicht, ob der Nächste, der Übernächste, der Überübernächste, also das ist so. Im Großen. Also die Leute, mit denen ich hier zusammenarbeite. Ja, darum geht es, ne? Geht im Großen, im Spanier, nicht um deine Bekannten. Ja, aber das stimmt jetzt auch jetzt bei meinen Eltern. Die haben jetzt ein neues Toldo bekommen, dann hat er gesagt, er kommt zwischen 12 und 12:30, er war dann 10:50 da. Das funktioniert du alles. Du bist auch schon Spanierin, nicht so laut und so. Aber ich bin der Überzeugung, im Groben ist es so, dass die nicht so zuverlässig sind wie die Deutschen. Deshalb wollen ja die Deutschen hier auch deutsche Handwerker gerne. Also wenn du ein Handwerker bist, willst du auswandern, dann machst du ja Geld ohne Ende. Wenn du fleißig bist. Naja, wer faul ist, macht kein Geld, das ist normal. Und gute Arbeit machst, ja. Ja, okay, das ist klar. Ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es nicht, so. Ist nicht immer so. Nee, immer nicht, aber im Groben ist das so. Gibt es in Spanien steuerliche Vorteile als Selbstständiger? Nein. Nee. Nee, im Gegensatz. Hier sind sogar, wenn du mehr verdienst, ich glaube, ab einem Umsatz von 60.000 Euro bezahlst du richtig viel, ich glaube 45% Steuern oder so, also kannst du fast die Hälfte am Finanzamt bezahlen. Das ist schon normaler aber das Steuer ist, oder so. Ja, naja, also aus wer Steuern sparen will, ist hier in Spanien auf jeden Fall falsch. Wie ist das Schulsystem in Spanien? Ähnlich wie in Deutschland? Und Schatz? Ja, da sind so Klassen, da sind Schüler drin, da sind Lehrer vorne, ähnlich also in Deutschland. Also hier gehen die Kinder mit 3 Jahren schon in die Vorschule. Mit 3? Ja. Cool. Gehen die von 3 bis zu 6 werden in die Vorschule. Dann lernen die dann, ist so wie Kindergarten, aber die lernen dann schon die Zahlen, die Farben, ein bisschen schreiben und so. Finde ich gut. Wollen sie die Eltern die Kinder los auch, gehen ne? sie, jetzt muss ich überlegen, 6 Jahre in eine Grundschule und danach geht es auf die weiterführende Schule. Okay. In Deutschland, ich war 4 Jahre auf der Grundschule, hier ist 6 Jahre. Das hat sich auch alles hier mal geändert. Und dann gehen die auf eine weiterführende Schule und da können sie dann ganz normal dann entweder auf so eine Schule, wo man dann nach der 10. Klasse, dann nach der Realschule aufhört, oder man kann dann noch weitermachen auf eine andere Schule, das ist vergleichbar wie ein Gymnasium, wo du halt dann ein Abitur machen kannst, so ist das hier. Ja. Muss man in Spanien als Deutscher eine Arbeitserlaubnis haben? Nein. Wenn man aus einem EU-Land kommt, also aus Deutschland, braucht man keine Arbeitserlaubnis. Das Einzige, was man hier braucht, ist eine
NIE-Nummer. Aber die braucht man hier für fast alles, ne? Um Mietverträge zu machen, Telefonverträge. NIE-Nummer muss jeder haben und eine Arbeitserlaubnis braucht man nicht. Das war früher mal anders, aber jetzt nicht mehr. Habt ihr euch auf eure Auswanderung vorbereitet? Jein. Du kannst von dir erzählen, ich kann von mir erzählen. Ja, also, jein. Also wir haben uns natürlich schon vorbereitet, aber das war schon alles sehr spontan. Also wir haben das hat kein Jahr gedauert, bis wir ausgewandert sind. Wir haben im September hier eine Firma angeboten bekommen. Ich bin ja damals mit Leas Vater ausgewandert. Der wollte das dann unbedingt die Firma kaufen, das übernehmen. Und dann haben wir hin und her überlegt. Im November ist er nochmal hier runtergeflogen. Im Dezember haben wir gesagt, okay, wir machen das. Ich war damals mit Lea schwanger, habe gesagt, das Kind muss noch in Deutschland auf die Welt kommen. Die ist dann im März geboren und im Mai sind wir ausgewandert. Ja, also es ging eigentlich relativ schnell. Ja, was dich vorbereitet, das war die Frage. Deine Geschichte wollte gar keiner hören jetzt. Also die Frage, ob du dich vorbereitet hast, ja, in der Zeit hat man sich ja vorbereitet, aber manche, die bereiten sich ja da 5 Jahre vor oder so. Also es war schon eine Vorbereitung, man hat sich darauf vorbereitet, aber halt sehr knapp halt. Und ich war damals angestellt beim TÜV Rheinland und bin dann in Elternzeit gegangen. Das war so für mich die Versicherung, wenn das mit der Auswanderung nicht klappt, dann kann ich ja spätestens nach 3 Jahren wieder zurück zu meinem Arbeitgeber. So. Weiter. Und du, also, deine Vorbereitung? Ja, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe nicht. Bei mir ist das immer so, ich habe auch noch einen Wohnsitz in Deutschland. Das war ein fließender Prozess. Ich bin hergekommen, weil ich mal öfter hier bin, gependelt. Dann war ich mal ein paar Wochen hier oder auch mal 2 Monate oder 3. Und dann war ich wieder zurück. Dann war ich wieder in Deutschland ein bisschen und hin und her. Und irgendwann bin ich immer länger hier geblieben. So ist das quasi gekommen. Und irgendwann habe ich dann immer mehr Zeug mitgebracht und so. Ne? So kann man das sagen. Zu schleichen. Ja, es war ein schleichender Prozess. Also keine Vorbereitung. Warum seid ihr nach Südspanien ausgewandert? Das ist eigentlich auch schon fast beantwortet. Wir waren damals hier in Urlaub, haben dann hier, wie gesagt, eine Firma angeboten bekommen. Und dadurch sind wir dann hier hingekommen. Ich habe einen Großonkel, der hier lebt. Ja, und Carsten, warum bist du nach Südspanien gekommen? Ich bin hier gekommen, weil sie hier war. Die hat mich quasi wie ein Magnet klack angezogen. Und dann hing ich fest. Sprecht ihr fließend Spanisch? Nein. Also ich kann fließend Spanisch zuhören. Das kann ich. Also ich spreche natürlich Spanisch und mache hier, gehe zum Arzt, Behördengänge und so weiter. Das klappt auch ganz gut. Aber von fließend, da bin ich noch weit weg. Also ich wurschtel mich hier durch. Na? Und ich stand über mein Haupt, ich spreche kein Spanisch, ein paar Wörter nur und ich verstehe ein bisschen was, wenn andere Spanisch reden, aber ich muss unbedingt lernen. Also das ist, versteht fast alles. Nee. Früher konnten Lea und ich immer, wenn wir irgendwas sagen wollen, was er nicht mitbekommt, soll Spanisch sprechen, die Zeit ist schon lange vorbei. Ja, ich verstehe ein bisschen, aber ich muss unbedingt lernen. Was vermisst ihr aus Deutschland? Oh, da gibt's einiges. Quese, Leberkäse, Currywurst, Graubrot, also... Es ist wirklich, wenn ihr hier seid, dann es gibt ganz viele Lebensmittel, die man vermisst. Wirklich Lebensmittel, also das hätte ich nie geglaubt. Aber das ist es. Ja, was vermisse ich ansonsten an Deutschland? Na, es gibt schon ein paar Familie, Sachen. Familie, Freunde. Ja, klar. Das vermisst ja jeder. Ne? Also wenn man denn Freunde hat, dann vermisst man das natürlich. Aber ein paar Freunde vermisse ich natürlich, Familie vermisse ich. Und... ja, ansonsten wirklich, sag ich mal, Lebensmittel, ne, oder? Ne? So ein paar Sachen vermisst man. Da kommt gleich, glaube ich, habe ich irgendwas noch gesehen. Naja, wie sind die Lebenshaltungskosten gegenüber Deutschland? Das können wir gar nicht so genau sagen. Also ich bin jetzt 17,5, fast 18 Jahre hier. Also ich glaube, die Preise sind ungefähr gleich, ne? Also Lebensmittel sind natürlich jetzt im letzten Jahr hier auch immens aber in Deutschland ja nach auch, oben gegangen. Auch, ne? Also manche Sachen sind einfach doppelt so teuer geworden. Und aber auch sonst... Weil die Frage, bevor das alles hochging, ne? Du hast ja da den besten Überblick. War es denn da so, Deutschland Lebensmittel hier und Spanien hier, oder war es schon immer gleich? Oder war es höher? Also es gab Sachen, die waren hier ein bisschen günstiger, aber dafür andere Sachen wieder viel teurer. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, in Deutschland kann man noch, in Spanien kann man günstiger leben. Das finde ich überhaupt nicht so. Also ich sag mal so, wenn das hier in Deutschland ist, das war mal Spanien, weil die sind ja beide gestiegen. Das ist hier natürlich auch teurer geworden, aber es ist immer noch ein bisschen günstiger, die günstigeren Sachen wahrscheinlich. Aber weil in Deutschland ist ja auch alles also gestiegen. Die Sachen, die hier zum Beispiel günstiger sind, ist natürlich Fisch und so solche Sachen, die sind dann hier günstiger, ne? Oder ne, Meeresfrüchte sind halt günstiger, aber dafür sind andere Sachen hier viel teurer. Ich weiß früher noch, wenn ihr so eine No-Name-Duschgel zum Beispiel oder ein Shampoo, gab es früher, ich weiß nicht, wie jetzt ist, aber vor 2 Jahren noch in Deutschland von Balea im DM-Markt für 69 Cent
Und hier musst du von No-Name-Shampoo aber schon 1,39 für ein kleines bezahlen. Willst du hier einen Zweiteiler draus machen? Nee. Okay. Soll ich mich beeilen oder was? Naja. Also ich glaube, dass die Lebenshaltungskosten gleich sind. Ungefähr. Ja. Habt ihr jemals bereit, das wir wahrscheinlich bereut haben, ausgewandert zu sein? Ja, es gab schon mal kurze Phasen, wenn ich zum Beispiel Bock hatte auf Quäse oder Kürbis oder Leberkäse, da habe ich gedacht, so ein Scheiß, wenn jetzt in Deutschland könnte ich im nächsten Edeka-Markt von mir was holen. Und ja, aber neben Großen und Ganzen nicht. Im Gegenteil, das hat sich fast umgedreht. Ne? Weiß nicht, kommt da noch eine andere Frage zu oder soll ich das gleich sagen? Ja, erzähl mal, ich weiß nicht. Also, bei mir hat sich fast umgedreht. Die ersten Jahre, wo ich noch so gependelt bin, da habe ich gedacht, ob das wirklich was für dich ist. Das Wetter natürlich geil und alles. Dann dachte ich so, Deutschland im ganzen Rücken kann immer mehr hier bleiben. Aber mittlerweile, ja, ich fliege immer weniger nach Deutschland, sage ich mal. Und früher habe mich darauf gefreut, nach Deutschland drüber zu fliegen oder fahren. Und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich denke, wenn ich nach Deutschland muss, oh, jetzt nach Deutschland, ich will hier bleiben. Also ich habe immer weniger Lust darüber. Das, so hat sich das entwickelt. Hm. Was würdet ihr Auswanderern raten? Also ich würde auf jeden Fall raten, das Wichtigste ist meiner Meinung nach einen Plan haben, wie man Geld verdient. Entweder man hat einen geilen Job, den man vom Computer aus schon weitermachen kann, oder man hat wirklich, ja, man ist einfach ein Profi und macht in dem Land, wohin man auswandert, irgendwas, wo man gleich Geld mit verdient. Aber das Wichtigste ist Geld. Ein bisschen Taschengeld mitbringen ist ganz wichtig. Gleich was haben, wo Geld verdient wird. Weil wenn man mit Geld kommt und man sagt, ach, ich mache so ein halbes Jahr Urlaub, dann kümmere ich mich langsam mal hier, gucken, da gucken. Das Geld ist so schnell können wir gar nicht gucken. Und dann gibt es nämlich ein ernstes Problem. Und dann, was ich verkehrt gemacht habe, wirklich die Sprache lernen. Das sind so die beiden Sachen, die ich sagen würde. Also Geld mitbringen, wirklich eine Idee haben, womit man gleich von Anfang an Geld verdient und dann Sprache lernen. Ja, also in Spanien ist es wirklich einfacher, Geld auszugeben, wie Geld zu verdienen. Also da ist wirklich... Wenn man Einkommen hat oder man hat, was weiß ich, ist Rentner oder so, dann ist Spanien mit Sicherheit toll, hier zu leben. Also für so Leute, die ihr Geld im Homeoffice oder vom Computer aus verdienen können, ist natürlich ideal. Die können nach Spanien gehen, wenn sie denn genug verdienen, machen ihr Laptop auf und brauchen kein Ladengeschäft, brauchen gar nichts, sondern machen ihre Arbeit weiter. Für die Leute, ey, ab in die Sonne. Ne? Gibt es in Spanien nur stilles Wasser zum Trinken? Nein. Das haben wir gut schon. Es gibt auch lautes Wasser, ne? Ja, aber es gibt überwiegend, wenn man in den Supermarkt geht, dann findest du da 10, 12 Sorten stilles Wasser meistens, ne? Und ein oder zwei Sorten mit Gas. Es gibt mit Gas, was es hier nicht gibt, es gibt nur also entweder still oder mit Kohlensäure, richtig mit viel Kohlensäure, so wie es immer war, aber so Medium wie in Deutschland, wo nur ein ganz bisschen Kohlensäure ist, das gibt es hier nicht zum Beispiel. Und wenn man so jetzt... Kann man nur ein bisschen rausschütteln. Wenn man jetzt so im Inland ist, wo keine Touristen sind, da ist dann wirklich schon mal so, dass es da nur Wasser ohne Gas gibt. Das kann sein. Und aber da, wo Touristen sind, gibt es auch Wasser mit Gas. Lebt ihr in der Nähe einer Touristenhochburg? Nein. Weiß also hier bei uns ist keine Touristenhochburg, das ist dann eher für so Malaga Torremolinos, da sind schon im Sommer sehr viele mehr Touristen und so. Hier gibt es auch Touristen, aber wir wohnen ja hier in Malaga, dann hier Torre del Mar, Algarrobo, Torrox sind so die Orte, da sind natürlich auch Touristen, keine Hochburg. Ne? Ja, okay, aber im Sommer ist es schon auch schon voll ganz schön. Ja, ne? Das ist schon voll. Kriegen wir aber keinen Parkplatz. Also Torre del Mar ist schon voll und die ganzen, hier in die Spanier zum Beispiel, die nicht vom Tourismus leben, zum Beispiel Steuerberater und die ganzen Büros und so, die machen fast alle im August komplett Urlaub, das ist einfach komplett zu, hier liegt alles lahm, ist alles lahmgelegt für die Leute, die hier arbeiten. Und die machen dann Urlaub und die Touristen Hochburgen, da ist halt, oder am Strand ist halt viel los. Carsten, du machst mich ganz nervös hier. Ich lebe in Spanien, vermisse deutsches Brot und Gebäck. Ja, bin ich komplett bei dir. Oh, Kuchen. Warum haben Spanier so lange Namen? Meistens zwei Vor- und zwei Nachnamen. Ja, ich weiß nicht, die meisten Vornamen, die bekommen halt dann meist einen Doppelnamen hier so. Oder Maria del Mar ist ein Vorname oder manche heißen ganz viele Juan Carlos oder so. Und die Männer dann haben oft zwei Vornamen, das ist wirklich so. Und die Nachnamen, die setzen sich hier zusammen, wenn die Eltern heiraten, dann bekommen die Kinder später den ersten Nachnamen vom Vater und den zweiten von der Mutter. Und deshalb haben die dann meistens einen Doppelnamen. Mhm. Ja, dadurch haben die halt dann zwei Vor- und zwei Nachnamen. Warum schreiben... Achso, beim Schreien hatten wir schon. Ich traue mich in Spanien kein Auto zu fahren. Wie kommt ihr mit der Fahrweise klar?
Naja. Also eigentlich geht es, ist eine Gewöhnungssache, aber ich gebe da schon ein bisschen recht, es ist schon komisch, weil Spanier haben so ein paar Sachen, die können meiner Meinung nach, natürlich die meisten wieder, nicht alle, die können die Spuren nicht halten. Also wenn du in der Stadt fährst, zweispurig, die ziehen immer rüber, da musst du aufpassen, dass sie nicht wegrammen. Autobahn genauso, die fahren immer also wie die letzten Menschen und die wissen nicht, wofür man Blinker benutzt. Das lernen die an der Fahrschule nicht, glaube ich. Also die blinken einfach nicht und die können keine Spuren halten. Das finde ich wirklich schlimm. Da musst du dich als Deutscher dran gewöhnen. Das ist heftig. Ja, also ich habe mich natürlich nach 17, fast 18 Jahren daran gewöhnt. Mir fällt das auch gar nicht mehr auf. Ich war schon genauso. Weil, wo ich am Anfang mal richtig aggro wurde, Kreisverkehr. Weil die halt, die blinken nicht, wenn sie rausfahren. So, und dann kommt da einer an und dann wartest du wegen dem und dann fährt er die da auch voraus. Ich denke mal, du Idiot, ey. Und das machen die nicht. Das kennen die nicht, sowas. Also Carsten regt sich bei jeder Autofahrt immer noch auf. Ich hab dir doch einen Zehner gegeben, wenn du das nicht sagst. So brauchst du kein Geld, oder? Zehner. Und schon ein bisschen mehr raus. Also ich bin schon manchmal ruhiger. Also nicht bei jeder, bei jeder Dritten. Oh Gott, hier kommen so viele Fragen. Ich soll mal echt einen Zweiteiler machen. Auf was muss man bei der Immobiliensuche achten? Oh Gott, das ist ja eine Frage, die ist ja... Da könnte man ein schönes Video drüber machen. Also ich kann auf jeden Fall ganz kurz zusammenfassen. Die Bausubstanz hier in Spanien ist ganz anders hier in Deutschland. Die Häuser sind nicht so isoliert. Viele Häuser haben keine Heizung und so, ist also auch nicht unbedingt Standard hier. Also da gibt es einiges. Und dann gibt es auch Sachen bezüglich Genehmigung. Viele Häuser außerhalb, die haben halt meistens keine Baugenehmigung, sind illegal gebaut. Und ja, also da könnte man ein eigenes Video drüber machen. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt es mal in die Kommentare. Also mein Tipp wäre dazu noch, wenn ihr über einen Makler kaufen wollt, dann googelt wirklich die Makler. Guckt, was die haben, was haben die für Bewertung, genau, weil es gibt auch einige Makler, die sagen, ach hier, Ausländer kommen Deutsche, da die ziehen wir mal schnell ab und dann war es das. Also da würde ich mich wirklich erkundigen, mit wem habe ich zu tun. Nur so das kleine Tipp. Ja. Welche Vorteile hat ein Leben in Spanien? Ja, meiner Meinung nach die lockerere Art hier. Das Wetter finde ich phänomenal, weil, wie gesagt, helles Licht, Glückshormone, das merkt man wirklich in der Lebensweise. Du musst ja in Deutschland sagst du mal nächste Woche Donnerstag grillen, ja, machen wir, wenn das Wetter mitspielt. Und hier sagst du, wir können grillen, wann wir wollen. Das ist immer schönes Wetter, wenn du so eine Küste ziehst oder so, wie wir hier sind. Aber ja, das finde ich ein Vorteil, ne? Ja, hier in Südspanien auf jeden Fall. Ja, in Südspanien natürlich, klar. Und dann finde ich ganz, ja, die ganze Lebensart generell von Spanien, hast du ja, glaube ich, schon gesagt, dann finde ich für mich ganz gut. Hier gibt es an jeder Ecke so Obst- und Gemüseladen. Man bekommt hier eine super gute Auswahl an frischen Obst und Gemüse. Fisch, Meeresfrüchte. Ja, das ist schon geil. Ja. Also ich möchte es nicht mehr missen. Echt. Jetzt schreibt hier noch eine. Ich finde die Auswahl in spanischen Supermärkten sehr klein. Joghurt, Käse, Wurst, Soßen. Kann ich nicht bestätigen. Kommt auch in welchen Supermarkt du gehst. Also wir haben Supermärkte, da stehst du auch vom Riesenregal und es ist kleiner wie in Deutschland, ja. Die Auswahl. Auf jeden Fall, das stimmt. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit ein bisschen um, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja, wo ich herkam von Lebensmitteln, habe ich ja schon gesagt, ganz viel vermisst, sage ich ganz ehrlich. Aber man gewöhnt sich, man sucht da Ausweichprodukte. Ne, das ist aber so. Ja, also und wenn man noch gute Beziehungen in Deutschland hat, lässt man sich ab und zu ein Paket schicken und holt sich seine Leckerlis so. Ne? Also es ist wirklich so, jetzt sind wir wieder länger hier, waren lange nicht in Deutschland, ne? Wir waren letzten Sommer, da waren wir kaum in Supermärkten, nur ganz kurz in meinem Edeka. Aber ich weiß noch, wenn ich früher so nach Deutschland gekommen bin, bin dann in so ein Real- oder Kaufland gegangen und dann stand ich da, so ein Erdbeerjoghurt kaufen und dann gibt es da 30 Erdbeerjoghurt, das ist natürlich übertrieben, aber 10 oder 15 Erdbeerjoghurt. Im Grunde brauchst du das kein Mensch. Wenn du vor so einem riesengroßen Real oder vor so einem Käseregal stehst, da gibt es 3000 Käsesorten, ich meine, oder 300. Ja, da gibt es alleine Gouda, gibt es ja alleine 15 verschiedene Gouda-Käse. Ja, und hier gibt es halt so 3 Gouda-Käse zur Auswahl. Und dann nimmt man einfach mit. Und die leben ja alle und die können damit klarkommen. Und ich finde in Deutschland manche Sachen schon so überspaced. Das braucht kein Mensch. So viel Käse und so viel Joghurtsorten. Ne? Also bei Kaufland finde ich die Regale ja so riesig. Ich war mal vor Jahren mit Lea im Kaufland, da war Lea noch klein. Und dann kommen wir ins Kaufland rein und Lea, oh mein Gott, Mama! Und die hat dann war erschrocken, was da alles gibt. Und die Leute haben mich angeguckt, die glauben, wahrscheinlich hätte mein Kind jahrelang im Keller eingesperrt, weil es hier sowas einfach nicht gibt. Also manchmal ist weniger, auch ein bisschen ist mehr. Aber man gewöhnt sich dran, also ich vermisse jetzt nichts. Nee, ja, doch so ein paar Kleinigkeiten. Ja, du dein Quell, so ein paar Produkte, die es hier nicht gibt, aber so, dass man jetzt sagt, oh Gott, wenn wir hier Joghurt kaufen, wir haben unser Joghurt, was uns gerne... Nee, man holt sich Ausweichprodukte, wirklich. Und die schmecken dann auch und die sind auch lecker und da bist du auch mit zufrieden mit der Zeit. Das ist so eine Umstellungsphase. Ja. Also, so, ihr lieben Leute, die Kamera ist ausgefallen. Und das bei der allerletzten Frage, die noch kam.
Könnt ihr euch vorstellen, wieder zurück nach Deutschland zu ziehen? Wenn ja, warum? Und wenn nein, auch warum? Also ich möchte hier bleiben, weil, was ich vorhin schon gesagt habe, das schöne Wetter, ne? Leute sind netter, hier ist irgendwie ein anderes Lebensgefühl und ja. Riecht voll nach Schokolade. Kann sein, dass eben, wo ich raus war, kurz was in meinem Mund geflogen ist. Ach. Da kann ich ja nichts für, wenn da durch den Raum geht, aber, ne? Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Ich bin ja jetzt im Mai, wären es dann 18 Jahre hier in Spanien. Hier ist mein Zuhause, ich fühle mich hier wohl. Ich möchte natürlich niemals ausschließen, dass ich nie wieder nach Deutschland zurückgehe. Ja. Deutschland ist ja mein Heimatland, aber ich fühle mich einfach hier wohl. Ich bin hier zu Hause, hier ist mein Zuhause. Jetzt kommt ja auch noch dazu, als ich damals mich von Leas Vater getrennt habe, bin ich hier alleine mit Lea in Spanien geblieben, weil Lea hier zur Schule geht, Lea hier wohnte, hier aufgewachsen ist. Ich wollte, dass sie die Schule halt zu Ende macht und alles. Jetzt macht sie dieses Jahr ihren Schulabschluss. Sie wird jetzt im März schon 18, in 2 Monaten schon, Schatz. Und wer weiß, wo Lea dann hingeht. Vielleicht geht sie nach Deutschland, obwohl sie sagt, ihr Zuhause auch Spanien. Ihr Erstwohnsitz wird immer Spanien sein. Aber die sein, kann ja reisen. Aber sie hat vor, im Leben zu reisen. Sie möchte die Welt sehen und so. Sie kann sich auch mal vorstellen, vielleicht mal hier in Deutschland zu leben oder so. Vielleicht auch eine Ausbildung in Deutschland oder England zu machen oder in einem anderen Land. Also ist ja alles offen und da weiß man nicht. Vielleicht sagen wir im Alter auch mit 70, wir gehen wieder zurück. Ne? Er hat natürlich alle Chancen gut, weil die spricht natürlich Deutsch, Englisch und Spanisch. Ne? Da ist sie ja überall zu Hause auf der Welt. Das ist geil. Ja. Das ist super. Also aktuell kann ich mir nicht vorstellen, das war ja die Frage, ne? Ich muss nochmal gerade gucken. Ich auch nicht. Zurück nach Deutschland zu ziehen, ja. Ja, das war's dann mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir versuchen jeden Kommentar zu beantworten. Wir freuen uns immer über alle eure Kommentare. Ach so, was ganz Wichtiges. Ganz, ganz liebe Grüße noch an die Katharina. Katharina, ich habe das jetzt so oft vergessen, dich zu grüßen. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ein Herzchen nur für dich. Ja, und dann liebe Grüße an alle anderen. Ja, jetzt. Und noch was ganz Wichtiges. Abonniert unbedingt den Kanal. Das ist noch wichtiger, wie das andere fast. Ja. Ne? Und wenn er den abonniert, ne, dann vergesst nicht, die Glocke zu drücken, weil dann verpasst er kein Video mehr. Was auch ganz wichtig ist. Ja. Ja, so. Und das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.